Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Turmoil. Und heute werden wir im zweiten Teil in ein neues Gebiet vorstoßen, nämlich Eis und Schnee, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Jedenfalls sind wir jetzt erstmal noch in den Ebenen und erwarten sehr, sehr wenig Öl. In der letzten Folge haben wir ausprobiert, ob das mit dem Erhitzen von Gasvorkommen funktioniert. Das funktioniert noch nicht und wahrscheinlich seid ihr noch ganz verwirrt deshalb. Das wird jetzt wahrscheinlich drankommen. Also müssen wir mal gucken. So, beschleunigen wir ein bisschen die Zeit. Auf beiden Seiten ist der Preis grottig, aber es wird wahrscheinlich nötig sein. Ein bisschen brauchen wir. Tatsächlich noch gar kein Öl. Okay. Und da drüben, das ist grauenhaft. So, verbessern wir das mal. Okay, verkaufen wir sofort links. Wie teuer ist das? 521. Gut, da baue ich eine neue Ölbauplattform. Also wenn es teurer ist als wenn es teurer ist, die Rohre zu bauen als eine neue Ölbauplattform, dann würde ich das gar nicht erst machen. Das ist eine sehr enge Stelle. Schwer erreichbar auf jeden Fall. Und im Ernst, wo ist das Öl? Oh mein Gott, da unten. Das ist schrecklich. Am Ende gibt es auch kein weiteres. Oh, ich habe nichts gesagt. Ich wollte sagen, am Ende gibt es kein weiteres Öl. Aber scheinbar doch. 1, 2, 3, 4, 5. So, der Preis wird schlecht. Wir müssen ein bisschen lagern. Wir müssen einfach ein bisschen lagern. Wir werden noch mehr lagern. 2 Gasvorkommen auf jeden Fall. Oh, Preise sind schrecklich. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Ölvorkommen. Ungern, aber es wird nötig sein. So. Gucken wir mal, das müsste ja hier irgendwo unten sein. Ja, exakt. Direkt gefunden. Hier noch 2. Dann werden wir noch ein Silo bauen müssen. Leider. Noch ein Gasvorkommen. Also wir haben auf jeden Fall 3 Stück hier. Dazwischen scheint mir ein Ölvorkommen zu sein. Zumindest. Ah nee. Egal. Ich habe gerade Müll gelabert, überall sind die Preise schlecht. Ah. Wir werden verkaufen müssen. Es ist alles voll. Es läuft gerade alles voll. Gucken wir mal danach, gucken wir mal danach, gucken wir danach. Überall ein bisschen herumstochern. Und wir müssen dringend die Wagen verbessern. Und das Silo vergrößern. Da unten ist was. Oh mein Gott. Machen wir mal einen Zwischenschritt, falls da irgendwo Gestein im Weg ist. So. Endlich. 2 weitere. Der Preis ist gerade ganz gut. Das sieht man gerne. Wir werden auf jeden Fall einiges noch aufbewahren müssen, denn wir haben auch einiges an Gas hier. Verbessern wir die Wagen. Und werden definitiv aufzuverkaufen. Es
Es kann auch gut sein, dass sie gar nichts mehr finden. Und dass das alles ist. Ich muss ein weiteres Silo hier bauen. So, überall ist das Öl jetzt quasi fertig. Ich glaube, wir machen eine Verbindung hier. 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 Und hier. Dann verbinden wir das hier entlang. So. So und so. Dann verbessern wir die hier noch. Das reicht gerade so. Was ganz gut ist. Aber ich habe nicht mehr genug Geld, das zu öffnen. Okay, verkaufen wir eine Wagenladung voll. Damit öffnen wir es. Und dann verkaufen wir alles. So. Okay, der Preis steigt schön. Und dann fangen wir an zu verkaufen. Ich nehme sogar noch zwei weitere. Wir hätten, glaube ich, sogar noch ein bisschen weiter warten können. Aber das ist ganz in Ordnung. So. Okay, sieht gut aus. Wir haben alles bekommen. Haben ein bisschen Spaghetti gemacht, kreuz und quer. Natürlich, der Boden war nicht besonders gut. Wir haben aber alle vier Boni. Da der Profit. Wir haben links ganz gut verkauft, 1,41 Dollar pro Fass und rechts für 85 Cent. Am meisten für Rohre, danach für Rohr-Upgrades. Wir haben eine Menge für die Gasrohre ausgegeben. Wahrscheinlich braucht man die nicht mehr auf die zweite Stufe verbessern, aber okay. So, und damit haben wir die Ebenen geschafft. Das heißt, wir gehen jetzt rüber in die Eiswelt quasi. Das Vierfache von Blanche. So, meine Fabrik hat neue Ausrüstung im Angebot, um Gasvorkommen zu vergrößern. Davon habe ich geredet in der letzten Folge. Der Winter steht vor der Tür. Wir ziehen ins Schneegebiet um. Dort liegen kleinere Gasvorkommen, aber es gibt eine Möglichkeit, sie zu vergrößern. Los geht's mit der Auktion. Genau, jetzt haben wir die Möglichkeit dazu. Und wir haben so viel Geld. Da können wir einfach... Ja, wir schmeißen einfach Geld aufs Problem und dann löst sich es einfach. Heißt, hier haben wir Wärme. Das hatte ich in der letzten Folge vor. Man macht quasi einen Kreis da drum und schaltet die ganzen Rohre ab. Dann werden die quasi als Wärme genutzt. Die beginnen dann genau das Gasvorkommen zu vergrößern. Das ist ziemlich teuer, aber wir werden es einfach direkt kaufen, weil wir es können. Ich glaube, wir kaufen uns einfach alles. Also Wärme, Wärme 2 und Wärme 3, das macht es einfach nur schneller. Und scheinbar kann man es auch schneller bohren lassen. Und wir haben nicht mehr genug Geld. Tatsächlich, wir haben all unser Geld ausgegeben. Vielleicht hätten wir vorher noch die Aktienauktion machen können. Huch. Tatsächlich haben Blanche und Daisy mehr Geld als ich. Blanche und Ricardo. Aber okay, 2% sind 10.000. Wenn sie es mir wegschnappen, ist es mir egal. 2% sind nicht sonderlich viel. So, 3.000, 2.000. Okay, das war egal. Alles meins, sagt Blanche, hat jetzt 5% der Startaktien. Blanche und Daisy haben beide 5%, Ricardo hält einfach gar nichts. Sind relativ schlechte Preise. Aber wir haben sie auch eben gesehen, das ist irgendwie nötig. Widerwillig, die 84 Cent nehme ich. Haben wir noch irgendwelche anderen Upgrades? Nein, tatsächlich, dieses Schnelligkeit 3 Upgrade ist wirklich das letzte.
Also, gehen wir mal los. 15.000 haben wir. Wir haben die Folge mit 150.000 begonnen. So, schauen wir mal nach. Okay, neuer Hintergrund auf jeden Fall. Und verkaufen wir links. Okay, stellen wir es mal direkt in die Mitte. Oh, jetzt haben wir hier quasi ein zweites Upgrade, mit dem wir die Bohrgeschwindigkeit erhöhen können. Verkaufen wir nach rechts. Denn links ist es gerade gesunken, was gemein ist. Wir scheinen hier ein echt gutes Ölvorkommen gefunden zu haben. Im Schneegebiet. Setzen wir direkt noch einen 2 Wünschelroutengänge hin. Wir sollten aber auch möglichst bald die Wagen verbessern. Am besten jetzt gleich. Dort gibt es noch weiteres an Öl. Machen wir erstmal bis dorthin. So, und brauchen wir auch mal eine Möglichkeit zu lagern. Okay. Ich meine, der Preis steigt gerade. Nicht schon wieder. Darauf habe ich eigentlich keine Lust. Aber nein, wir haben es nach 2 Zügen gefunden. Noch 2 Wünschelroutengänge. Einige Maulwürfe. Können nicht schaden. So, links steigt der Preis auf über 1 Dollar. Wir haben ein weiteres Ölvorkommen. Wo mag das sein? Ich habe schon entdeckt. Genau dort. Das hier ist echt voll mit Ölvorkommen. Das hier scheint auch ein gigantisches zu sein. Ja, da müssen wir definitiv mehr rausholen. Und das verbessern wir auch direkt. Links bleibt der Preis weiterhin schön, das ist gut. Und dort unten ist auch noch eins. Wir haben hier einen echt guten Boden gefunden. Dort unten ist auch noch eins. Ich würde das gerne finden, bevor der Wünschelroutengänger dort ruft. Bitte, 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 bitte. Okay, wir haben es schon gefunden. Jetzt wird er uns nicht mehr darüber alarmieren. Oder doch. Er macht es einfach trotzdem. Sehr schön. Der Preis ist zwar noch ganz okay, aber ich will mal gucken, wie viel Öl wir hier sammeln können. So, packen alles in Silos rein. Ich meine, wir scheinen hier eine richtige Ölgrube gefunden zu haben, könnte man sagen. Und ich brauche hier den Bohrer. Wir haben auch eine Menge Gas, was sehr schön ist. Ich würde hier mal upgraden und hier mal upgraden. Dann auch hier einmal. Scheinbar gibt es nochmal irgendwo Öl. Irgendwie unter dem Gas oder so. Verkaufen wir noch ein bisschen hier drüben. Ich würde gerne noch ein paar Maulwürfe nach unten schicken. Vielleicht finden die ja noch was. Schauen wir mal hier nach. Da gibt es nichts mehr. Wir haben aber auf jeden Fall eine Menge Öl. Und wir stoppen mal mit dem Verkauf. Wir haben auf jeden Fall 3 Gasvorkommen. Weiß nicht, wie viel mehr es gibt. Das wird auch nicht mehr besonders voll sein. Und das ist auch schon kurz vor Ende. Vielleicht schaffen wir es noch, das da alles reinzumachen. Ich würde sagen, wir
fange hier an. Und zwar würde ich das von hier aus weitermachen. Wir brauchen dazu wahrscheinlich den verbesserten Bohrer, weil hier drumherum ja überall Gestein ist und ich würde das mal ausprobieren wollen. Also wenn wir das hier so lang machen, keine Ahnung, so, so, und dann verbinden wir das mal. Machen wir zu. So, das würde ich dann auch direkt zumachen. Auch noch zu, auch noch zu. Und hier können wir eigentlich die Infrastruktur weiter nutzen. Also, wenn wir das zum Beispiel dorthin machen. Hier mache ich tatsächlich ein Fünfeck. Dann machen wir die auch alle mal zu. Kostet natürlich eine Menge Geld, aber ja, das wollte ich nicht. Ich wollte es verbinden. So, und das sollte die jetzt größer machen. Geben wir mal ein bisschen Geld aus, dann kann man das auch besser sehen. Ja, die wachsen eindeutig. Also ihr seht es, da kommt die Wärme dann so drauf und dann wachsen sie um einiges. Oh, da ist tatsächlich Öl. Das habe ich übersehen. Da gibt's Öl. Ist natürlich doof, würde ich sagen. Denn jetzt müssen wir das irgendwie noch rausholen. Dazu werden wir hier durch Felsen bohren müssen. Nochmal. Das dann da verbinden. Ah, nein. Das war natürlich sehr schön. Das ist schief gelaufen. Ich weiß nicht, was wir damit machen. Ja, das ist so ein kleines bisschen. Das leeren wir einfach so. Schauen hier nochmal nach. Vielleicht gibt es noch ein paar mehr. Ja, wir haben es einfach mal geleert. Weil es sich quasi nicht weiter lohnt. Es ist schon Oktober. Also wir sollten langsam anfangen zu verkaufen. Es wird jetzt halt immer mehr ein Wartespiel. Die wachsen aber schön. Ihr seht, die werden immer größer. Schon November. Okay. Haben wir ein bisschen Pech gehabt. Ich öffne das. Wir gehen hier ran. Hier ran. Hier ran. Genau so. Holen hier möglichst viel raus. Und dann haben wir extrem viel Gas. Was wir einfach die ganze Zeit laufen lassen können. Ich würde tatsächlich hier nochmal schnell verbessern. Damit von beiden Rohren gleichzeitig Gas kommen kann. Und die sammeln hier noch hübsch ein bisschen was ein. Ich würde tatsächlich jetzt auch schon anfangen zu verkaufen. Es gibt noch so viel Gas, aber müssen es quasi schnell loswerden. Wir können noch ganz kurz warten. Ich weiß noch nicht mal, ob wir das schaffen, das ganze Gas rauszubekommen. Das nächste Mal müssen wir auf jeden Fall die Rohre verbessern, also das steht da auf jeden Fall noch an. Nein, ah, ganz, ganz knapp zu kurz gemacht. Wir haben eine Menge Öl verloren. Ah, das ist schade. Aber hey, es funktioniert auf jeden Fall. Es war an sich ein guter Boden, also da werden wir in der Nähe schon einiges mehr finden. Wir hätten eine Menge Geld machen können. Schade, na egal. Wir haben fast 2 Dollar pro Fass gemacht. Und eben leider auch nicht das gesamte Gas rausgeholt. Wir haben einfach ein bisschen zu spät angefangen. Und dann haben wir da unten noch Öl gefunden. Also, ja, ein bisschen unglücklich, aber ist ganz okay. So, Profite. Ja, sehr schön. Erster Platz, 56.000 im Vergleich zu 10.000. Also locker das Fünffache. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich das hier auch noch kaufen können. Aber wir werden vorher
Eins von den beiden machen. Ich glaube, die Landaktion machen wir zuerst. Start. Zwei von denen haben Diamanten, aber ich hatte einen ziemlich guten Boden. Ich würde tatsächlich sagen, hier oben. Vielleicht haben wir da noch Chance auf einen Diamanten, aber ziemlich guten Boden. Also das kann ja nicht schaden. 63 Cent ist halt schrecklich. Dann machen wir Aktienauktion. 3%. Ja, 15.000. Wenn sich Ricardo die holt, dann ist auch egal. Bisher hat er eh 0%, also das macht keinen Unterschied. Wie immer, ich bezahle 15.000 dafür, mehr nicht. Heißt, etwa so viel wie Blanche und Daisy haben, halb so viel wie Ricardo. Wenn wir dort hinkommen, dann kaufe ich es auch. Ja. 15.000. Schon ein bisschen merkwürdig. Für 1% zahlen die irgendwie 7.000 oder so. Aber für, keine Ahnung, 5% wollen sie nicht 25.000 zahlen. Das ist merkwürdig, aber gut. Und damit holen wir uns hier Schnelligkeit 3. Damit kann man die Bohrgeschwindigkeit maximieren. Habe ich bisher nicht genutzt, aber kann ja nicht schaden. Jedenfalls haben wir hier alle Verbesserungen jetzt. Und damit ja, sind wir jetzt auch im letzten Gebiet. Und im Grunde auch im Endspurt, wo wir jetzt ganz schön viel Öl holen können durch die Gasvergrößerung. Jedenfalls hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.